Mahlzeit, ein herzliches Willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir haben jetzt tatsächlich die Fuchshaut bekommen und können jetzt zum Händler zurückgehen und uns dort ein goldenes Schnellreisepaket holen. Das heißt, wir brauchen nicht mehr diese kleinen Schnellreisepakete entweder herstellen oder kaufen, sondern, so wie ich das verstehe, wir kaufen uns einmal dieses goldene Schnellreisepaket und können dann beliebig oft reisen, wie wir lustig sind. So. Aber ich werde jetzt zu einem bestimmten Händler geschickt, nämlich hier oben. Okay. Haben die anderen das denn nicht? Ich meine, hier gibt es doch auch Händler. Ich meine, ich kann jetzt da oben schnell hinreisen. Das ist jetzt nicht das Ding, aber interessiert mich jetzt einfach mal. Händler gibt es ja hier nun mal auch. Also. Dass wir keinen Schrotthandel betreiben, dass wir Klasse haben. Und ich sagte, ein Metallhändler macht sich auch mal die Hände schmutzig. So, hast du denn nicht auch so ein Ding? Wo war das denn wohl? Da, goldenes Schnellreisepaket. Ist jetzt die Frage, wird die Quest dann abgeschlossen, wenn ich es bei diesem Händler kaufe, oder muss ich es tatsächlich bei dem anderen kaufen? Das ist natürlich jetzt die Frage. Ich will das Risiko jetzt nicht eingehen, bin ich ganz ehrlich. Nachher habe ich die Quest dann noch im Journal stehen. Das wäre natürlich blöd. Nee, komm, scheiß drauf. Dann können wir das nämlich auch gerade mal ausprobieren. Das heißt, wir reisen hier jetzt schnell hin mit einem normalen Schnellreisepaket. Kaufen uns dann da das goldene Schnellreisepaket und reisen dann wieder zurück. Und dann können wir das ja mal ausprobieren, ob das funktioniert mit dem unendlich oft Schnellreisen. So wie es ja angepriesen wurde. Ich habe außerdem meinen Bogen gerade noch ein bisschen verbessert. Ich habe eine Modifikation getauscht. Habe jetzt noch ein bisschen Schaden drauf und eigentlich macht die Modifikation auch Verderbnis. Allerdings, da meine Pfeile das wahrscheinlich nicht unterstützen, ist dieser Effekt quasi verloren gegangen. Machte aber auch irgendwie 36% Schaden oder sowas und von daher hat sich das schon gelohnt. So. Ich kann gleich auch mal gucken, ob ich vielleicht bessere Modifikationen für mein Outfit kriege. Dass ich da vielleicht nicht immer ganz so viel Schaden nehme. Ich habe ein paar Modifikationen wieder verkauft, aber das waren mehr so diese einfachen grünen Dinger. Ich habe jetzt die blauen und die lilanen, die habe ich mal behalten. So, okay, also hier ist der Händler. Wo denn? Ach hier. Du hier? Du hier. So. Rohstoffe, goldenes Schnellreisepaket. Kaufen. Okay, dann müsste ich ja theoretisch. So, Quest abgeschlossen. Hat mir aber auch keine XP, glaube ich, gebracht. Dann müsste ich jetzt theoretisch meine ganz, also das müsste jetzt auftauchen im Inventar unter Spezialobjekte. Tut es aber nicht. Es taucht unter Rohstoffe auf. Okay, das heißt, ich kann es auch wieder verkaufen. Nicht, dass ich das fälschlicherweise verkaufe. Das wäre natürlich ärgerlich. Ermöglicht unbegrenztes schnelles Reisen. Also scheint ja schon zu passen. Das heißt nämlich, ich könnte meine anderen normalen Schnellreisepakete hier verkaufen. Halt hier. Wenn ich sie jetzt finde. Da sind sie. Na gut, reich werde ich da jetzt auch nicht durch. Na egal. Ich kriege wieder Platz im Inventar. Passt schon. So, hau weg die Scheiße. Okay, dann probieren wir das jetzt mal aus. Wir reisen nämlich wieder zurück.
Wobei, wir können auch mal gucken, ob wir nicht vielleicht woanders hinreisen können. Ich habe hier zum Beispiel noch was offen. Hier was offen, Königsschrein. Können wir mal gerade gucken. Nebenquests, Ehre den Gefallenen. Da muss ich jede Menge Schreine besuchen. Dann das Banuk-Lager, das ist aber wirklich hier ganz im Osten. Da habe ich auch noch gar nichts discovered hier oben. Die Reichen berauben, das wollte ich eigentlich auch erstmal fertig machen. Ich glaube, das machen wir auch. Ist auch ein relativ weiter Weg. Und da ist auch die Hauptquest da oben. Könnte man von hier auch eigentlich hin. Okay, nein, Planänderung. Wir machen erstmal die Metallblume. Die ist nämlich nicht so weit weg von hier. Und dann schauen wir mal ganz gechillt weiter, was wir als nächstes machen. Aber ich denke, wir gehen wirklich dann erstmal in die Richtung da oben. Und da ist die Hauptquest, da ist die diese Quest mit diesem gestohlenen Schwert, war das, glaube ich. Dann würde ich sagen, machen wir das erstmal fertig. Schon wieder diese schäbigen Vögel. Jetzt bin ich hellwach. Ich hasse sie. Also hier irgendwo. Da oben ist sie. Da ist sie schon, komplett dran vorbeigelaufen. Na gut. Die Muster auf dieser Blume sind seltsam. So, Metallblume haben wir gefunden. Wunderbar. Dann können wir nämlich jetzt von mir aus hier oben in das Gebiet. Hier gibt es nämlich auch noch jede Menge zu tun. Hier gibt es ein altes Gefäß, da gibt es diese Quest Stadt der Sonne. Mit Olin. Okay, das ist. Ich habe ja zwei Hauptquests, das ist eine davon. Olin treffen, dann ist hier die andere Hauptquest, Erend am Rotkampass treffen. Hier ist diese Geschichte mit der Weggabelung. Dann haben wir hier noch ein altes Gefäß, noch eine Metallblume, ein Panoramapunkt. Also hier geht's gut ab. Von daher würde ich fast mal sagen, wir machen jetzt, wir reisen hier hin, gehen dann diesen Pfad entlang, nehmen das Lagerfeuer hier noch mit, machen dann die beiden Sachen und dann arbeiten wir uns mal Stück für Stück nach vorne. Das machen wir. Das ist ein Plan, Jungs. Das ist ein Plan. Kein guter wahrscheinlich, aber es ist ein Plan. Ich glaube auch nicht, dass wir das jetzt alles in einer halben Stunde unterkriegen. Aber egal, Karl. Karl, was hast du getan? Der Verderber. Also die übelste Maschine war echt dieser Steinbrecher oder wie er hieß, dieser komische Wurm. Boah, der war heftig. Aber die Maschinen in letzter Zeit sind alle super schwierig. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Die sind vom Level her gar nicht mal so hoch. Aber trotzdem kriege ich nur noch auf den Sack in letzter Zeit. So. Also. Ach, hier ist auch, glaube ich, die Ecke, wo der Steinbrecher war. Da unten war der Vogel. Hat sich stundenlang beschwert, dass sich in der Jägerloge eine weitere Frau an die Spitze kämpft. So, hier muss ich hoch, ne? Genau.
Genau, da gibt es nämlich erstmal noch ein Lagerfeuer. Ich möchte natürlich auch alle Lagerfeuer mitnehmen. Gibt es wahrscheinlich auch eine Trophäe für, ich weiß es nicht. Ich habe mich mit den Trophäen, wie gesagt, noch nicht beschäftigt. Ich weiß nur, dass sie alle versteckt sind. Aber es ist eigentlich eine offensichtliche Trophäe. Die Collectibles, denke ich, wird es eine für geben und wahrscheinlich... Schön. Diese Bestien werden keine unschuldigen Reisenden mehr töten. Was? Die Kaninchen meinst du mit Bestien, oder was? Also wie gesagt, mit den Trophäen habe ich mich noch nicht beschäftigt. Müsste ich vielleicht irgendwann mal tun, denn die Platin-Trophäe soll gar nicht so schwer sein, habe ich gelesen. Aber erstmal will ich jetzt in Ruhe das Spiel einmal durchspielen. Und dann können wir immer noch weitersehen, was die Trophäen so sagen. Denn selbst wenn die Story durch ist, kann man ja höchstwahrscheinlich sich in der Welt noch frei bewegen und kann die Nebenquests und alles noch machen. Gehe ich mal stark von aus. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall noch ein bisschen Spaß mit. So, was geht denn da oben ab? So, Schnappmäuler. Dann haben wir hier... Der ist auch ein Schnappmäuler. Ich dachte, das wäre ein Pirscher. Ganz viele Schnappmäuler haben wir hier. Da ist noch ein Lagerfeuer. Hast du nicht was von einem ganz anderen Areal erzählt? Plünderer. Also erstmal gucken, dass wir zum Lagerfeuer kommen. Und dann geradeaus gibt es nämlich diese Metallblume. Die ist allerdings wahrscheinlich da oben. Kann man denn hier ein Lagerfeuer platzieren, Mensch? Das ist echt fies. Na, ich wollte doch die Blume sammeln. Ich kann sie noch nicht überbrücken, aber alles, was ich in den Brutstätten lerne, wird mir hier draußen weiterhelfen. Okay. Die nächste Brutstätte, da freue ich mich auch schon wieder drauf. Das wird auch heftig, glaube ich. Also hier oben gibt es noch eine Metallblume. Dann haben wir hier wahrscheinlich wieder Habichte, oder was ist das? Ach du Scheide. Tja, wie komme ich denn da jetzt am geschmeidigsten dran vorbei? Das sind ja nicht gerade wenig. Aber da hinten sind die Plünderer. Oh mein Gott. Das erinnert mich alles sehr stark an meine gute alte EverQuest 2-Zeit. Wenn man da durch irgendwelche Horden von roten Mobs geschlichen ist. Ja, ich muss wahrscheinlich irgendwie da lang, weil ich da wahrscheinlich hochkomme. Ja, ich habe keine Ahnung. Schön leise dran vorbeischwimmen. Das ist so. Das hat doch schon mal funktioniert. Das hilft bestimmt weiter. So, jetzt muss ich hier irgendwie hoch, denn da oben gibt es diese Metallblume. Aber hier werde ich garantiert nicht hochkommen. Nee.
Dann sind die nächsten Schnappmäuler. Oh mein Gott. Tja. Nee, ich denke mal von der anderen Seite. Ich hätte hier rumgemusst. Denn hier ist jetzt ein kompletter Bergrücken. Der zieht sich bis hier oben. Aber da oben kommt noch ein Lagerfeuer und dann kommt ein altes Gefäß. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Oh. Da haben sie mich schon wieder gesehen. Die Schweine. Okay. Kann man da jetzt nicht so ein Schockding reinschmeißen? Das müsste doch eigentlich total Bombe sein. Hat aber gar nichts gebracht. Mein Gott, du nimmst aber immer Schaden, oder? Mann! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Nein, Mädchen! Mensch! Stell dich doch nicht so dumm an! Auf zu tanzen. Kannst du nicht vorfliehen, ehrlich, es geht einfach nicht. Egal wo du dich hinrollst, trifft dich immer. So, ist jetzt Ruhe im Puff hier. Mann. Leckt mich an die Füße.
Ein Lachs haben wir auch noch gegrillt nebenbei. Na gut. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Bestimmt. So, komme ich jetzt hier hoch? Nein, komme ich nicht. Aber ein Lagerfeuer, habe ich gesagt, gibt es hier. Irgendwo. Wo denn? Bin ich schon dran vorbeigerannt? Da oben! Da komme ich doch gar nicht hin. Doch, jetzt komme ich hoch. Okay. Okay, okay, okay. Wenn ich hier hochkomme, dann komme ich doch bestimmt auch irgendwie. Ja, wobei. Ich glaube, es ist die Schraube. Kann man nicht vielleicht irgendwie klettern oder so? Ich muss doch irgendwie zu dieser Metallblume kommen. Oh, übler Glitch. Naja, anscheinend nicht. Anscheinend, ich bin auch schon mal weit wieder dran vorbei. Also, hier gibt es noch Ruinen, hier gibt es noch ein altes Gefäß. Ich hätte natürlich jetzt gerne diese blöde Metallblume mitgenommen. Aber von dieser Seite komme ich da nicht hoch. Kannst du haken. Autsch! Nix, Autsch. Was haben wir denn hier noch für ein komische, für ein Fort oder für eine Festung? Ja, da ist noch mal irgendwie was. Okay. Da kommen wir später zu. Aber ganz schön bitter. Da kommen wir später. Da hinten ist auch noch irgendwie eine Festung oder irgendwas. Da geht aber gut ab hier. Die Kaja, die bauen echt ordentlich. Was ist denn hier? Komme ich da vielleicht durch? Nee, nee, nee. Sah so aus. Aber nee. Nope. Okay, was ist denn dann das nächste? Ernsthaft, jetzt bin ich hier auch schon meilenweit dran vorbeigerannt. Das gibt's doch nicht. Also da wäre aber ein Pfad hochgegangen. Bin ich jetzt blind oder was? Ein Feuer oder was? Bin ich jetzt komplett bescheuert? Hä? Das reibt ein bisschen. Willst du mich jetzt veräppeln? Wie ich denn da durchgekommen? Hä? Komme ich jetzt gar nicht drauf klar. Ich bin komplett dran vorbeigerannt.
Das musst du auch erstmal machen. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Also, hier ist ein Pfad. Da ist das Feuer. Und da wäre es hochgegangen, Tatsache. Tatsache. Okay. Komplett verpeilt. Oh, da ist ein Langhals. Guck an. Da hinten rennt ein Langhals rum. Okay, da muss ich mal gerade hier den Fotomodus anschmeißen. Na. Da ist ein Langhals. Guck an. Hier, der hier. Der hier ist das. So, jetzt gibt's aber hier irgendwo gleich erstmal ein altes Gefäß. Ach, jetzt sind wir auch hier oben. Sehr gut. Da ist es schon. Da ist es doch schon. Na, endlich mal. Endlich mal was Einfaches. So, alte Ruinen entdeckt. Das heißt, von hier können wir jetzt, glaube ich, auch diese Metallblume kriegen. Unten gibt's noch mal alte Trümmer. Komm schon. Komm schon. Ja, schön hier. Okay, so. Und da hinten ist nämlich theoretisch irgendwo auch diese Metallblume. Ah, und natürlich meine Freunde auch wieder da. Die schäbigen Habichte. Garstige Habichte. Garstig. Aber egal, ich will diese Metallblume. Das ist das Letzte, was ich tue. Das ist aber noch ein Stück. Das ist aber noch ein Stück. Gibt's bestimmt auch noch diese Datenpunkte zum Sammeln, jede Wette. Da habe ich auch bislang kaum welche von gefunden. Ja, ich meine, den Kampf, den kann ich eh nicht vermeiden. War das hier wohl mal? Okay, es ist immer noch ein Stück. Das ist gar nicht hier oben, oder was? Nee, das ist nicht hier oben. Geh weg, geh weg.
Da ist sie. Da ist sie. Okay. Dann mal ganz vorsichtig dahin. Und zack. Die Alten haben sie nicht zurückgelassen. Und da hat er mich auch schon entdeckt. Ah, scheiße. So, sehr schön. Ich hoffe, seine Freunde kommen jetzt nicht. Alles klar, das hat super funktioniert. Nicht schon wieder. Ja, war doch nicht. Nee. Das kann ich gut gebrauchen. Okay, so, ich würde sagen, an diesen Ruinen machen wir jetzt erstmal Feierabend. Dunkle Knochen. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwie was Besonderes gibt. Also diese Ruinen sind mir immer noch so ein bisschen ein Rätsel. Da, ich habe zum ersten Mal, wo ich die ersten Ruinen gefunden habe, dachte ich, okay, das ist immer da, wo diese Langhälse rumstratzen. Das ist aber gar nicht so. Denn hier ist ja jetzt auch kein Langhals. Ich weiß auch nicht, was es an diesen Ruinen so Besonderes zu discovern gibt. Also es gibt so ein paar alte Trümmer, die halt meistens so ein paar wertvolle Sachen enthalten. Aber ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts, was man irgendwie erfüllen müsste oder so, sage ich mal. Also dass diese Ruinen grün werden, sondern sie bleiben halt immer weiß. Darum, da kann ich nicht so viel mit anfangen. Gut, wie dem auch sei, wir machen an diesen Ruinen jetzt hier erstmal Schluss. Es gibt hier leider kein Feuer, das ist ein bisschen schade. Ich würde jetzt hier gerne speichern. Aber ich marschiere dann jetzt noch wieder den Berg runter und dann... Das nehme ich lieber mit. ...sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.